Also holen wir uns den Typen. Es wäre schön, wenn der direkt bei mir spawnt, aber nein, das ist nicht der Fall. Beim letzten Teil spawnt er nicht automatisch. Wir werden ihn bestimmt gleich finden. Aber erstmal müssen wir den Hasen hier fangen. Wenn wir ihn einmal getroffen haben, wird er langsamer. Und dann können wir ihn einholen. Das Spiel kennen wir schon. Der ist, Hase ist ja schon seit Ewigkeiten drinnen gefühlt. So. Hoppel die Hopp im Schnee. So, ein paar Liter Coins. Und guck mal. Uns fehlen ja sogar fast gar keine mehr. Das kriegen wir jetzt sogar alle zusammen. Das finde ich schön. Weil die Welt ist recht übersichtlich. Es gibt jetzt nicht viele Sachen, wo man was verstecken kann. Ah, wäre schon schön. Vielleicht ist da random am Rand noch so eine Eisfläche, die man eindrücken kann. Das fände ich persönlich jetzt nicht so schön. Jetzt suchen wir aber erstmal den Mond, ich sehe ihn schon. Den wir für, das Abschließen der 5 Millimonde bekommen. Ich mache mir Sorgen, wenn wir jetzt den Bereich wechseln durch ein paar dieser Secret-Passagen, die wir hier freigeschaltet haben, dass das dann resettet wird und dann wir nochmal alle sammeln müssen. Und deswegen mache ich es mir jetzt. So, Mondstücke im Schnee. Super. Und nun fahren wir uns wieder rüber und nehmen erstmal den Bonusraum, den wir dort hinten freigeschaltet haben. Rein da. Oh, hier ist der Puzzle. Mhm. Oh. Das ist Eis. Wasser. So. Okay. Um den Mond dahin zu bekommen, müssen wir die Plattform ranbekommen. Okay. Wenn man sich das von oben anguckt, ist das eindeutig eine Plattform. Ist das eindeutig, ja. Die Plattform, die da oben hin muss. Okay. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Aber um die erste ins Ziel zu bringen, müssen wir lediglich diesen Move hier machen. So. Jetzt die Frage, kriegen wir die andere auch so einfach? Aber es sieht mir ja schon teilweise so aus. Wobei, nicht unbedingt. Ich habe eine andere Idee, wie wir es schaffen. Kann man das Ding nochmal bewegen? Das ist jetzt fest, das Teil, okay. Wenn das Ding feststeht, dann muss es ja noch eine Möglichkeit geben, klingt doch noch irgendwie rüber zu bekommen. Ah ja, ich sehe schon, dieser kleine Abstand hier. Genau. Und da haben wir es doch. Ja, die sinken ein, okay. Ist doch schön, dass es eine Treppe gibt. Oh Gott. Okay. Sehr solide Pusten und Rutschen. Jetzt hier in dem Bonusraum zum Beispiel, ist wieder einer der seltenen Bonusräume, wo es zum Beispiel wirklich nur einen Mond gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier noch irgendwas weiteres zu erledigen gibt. Das ist dieser eine der seltenen halt, wo das halt, wie gesagt, der Fall ist. Ich komme mal später wieder und es gibt noch mal mehr hier. Ist alles möglich, aber hier gibt es meines Erachtens keinen Anhaltspunkt, wo noch ein Mond sein könnte.
Ich habe natürlich jetzt keine Ahnung mehr. Ich habe das nämlich auch schon wieder mehr oder weniger vergessen, aber eigentlich müsste alles sicher sein. Okay. Diese Feen haben sich zum Beispiel auch resettet, deswegen. Also ich wollte jetzt nicht direkt rausgehen oder den Bereich verlassen, nur dass ich die kleinen Minimonde wieder neu einsammeln kann. So, da unten ist der Samen. Oder naja, nicht direkt, aber der Samen war mehr oder weniger mittig. Gut, und mit dem jetzt. Ich weiß nicht, ob sich jetzt da oben Mond angesammelt hat, aber ich gehe nicht davon aus. Gehen wir jetzt hier hoch. Schöner Wurf, aber hätten wir jetzt daneben geworfen, wäre es vielleicht wieder runtergefallen und das wäre wieder sinnlos gewesen. Und diese Ranke bringt uns jetzt, ja, zum Riesen, der noch Gold für uns übrig hat, gell? So. Das ist ein Bonusraum. Die gibt es natürlich häufig, klar, das sind alles Bonusräume im Endeffekt, wenn man das so sehen möchte. Allerdings, ist wirklich ein richtiger Belohnungsraum, wo es keine wirkliche Challenge gibt, wobei doch natürlich schon. Oh Gott. Ja, ist gar nicht mal so einfach. Okay, jetzt haben wir wieder den Bonusmond. Den ich so nicht erreiche. Also eigentlich müsste es Mario schon nicht mehr gut gehen. Pirouetten in großen Höhen. Hä, lol. Ja, aber Mario fliegt halt direkt einfach mal diesen Dreheffekt, weshalb wir jetzt wieder hier angekommen sind. Das Schlimmste ist, dass wir den Samen nochmal neu holen müssen. Das ist scheiße gelöst. Ich meine, ich dachte aber, ich denke mal, Mario hätte sich wahrscheinlich in dem Luftstrom nach oben schießen können, aber ich war jetzt gerade so verwirrt, weil das passiert ist, dass ich das halt vergessen habe zu machen. Oder daran gedacht habe zu spielen. Und habe halt gerade geflext, mehr oder weniger. Geflext, nicht. Nein. Ich habe gerade einfach Kurzschaltung gehabt, deswegen, weil das gerade mich überrascht hat. Muss ich überlegen, wo wir hin müssen. Hinten wieder hin, ja. Ach, was ist jetzt so rein ausgehen? Ach so. Ich finde es schön, wenn die Kamera untertaucht, dass man dann auch wirklich diesen Plätschereffekt hat und sowas. Das finde ich schön gemacht. So. Okay, weiter geht's. Wieder ein schöner Zielwurf da hinein und jetzt gehen wir nochmal das Bonuslevel, weil mich das überrascht hat, leider. Und ich da wohl ein bisschen überreagiert habe in meiner Reaktion, aber ich dachte halt, wie gesagt, Mario kann vielleicht in diesem Ding nicht fliegen oder so. Weil es ist auch sehr wichtig, dass Mario hier nicht runterfällt, weil das zählt halt genauso. Müssen wir das Ganze nochmal machen und das möchte ich wirklich nicht. Ich kann natürlich auch einfach so ein, naja, ein Charge machen.
nach unten, aber dann riskiere ich, dass das Ding sich vielleicht im letzten Moment noch weiter bewegt und dann drehe ich mich in die Wolken hinein und dann, naja, war es wieder. So. Hier hätten wir uns einfach wieder gleiten lassen müssen, dann hätten wir dieses Ding da auslösen können, garantiert. Die verlangen garantiert nicht, dass wir das Ganze nochmal einsammeln müssen, das wäre ja scheiße. Wir machen einen ganz vorsichtigen, sehr schön. Und damit hätten wir es doch. I.O. So, die haben wir schon. Ich würde sagen, es gibt nicht so viele Möglichkeiten für die letzten drei lila Coins. Also gehe ich davon aus, dass sie vielleicht noch innen drinne sind irgendwie. Und ich habe die einfach übersehen oder so. Das kann ja auch sein. Schauen wir uns mal genauer um. Ist noch Kisten auf jeden Fall. Ah, aber da ist nichts drin. So, hier gibt es doch irgendwo einen Peak, hochklettern zu können. Naja, hier. Der lässt uns doch einmal, wenn die passende Kleidung gekauft haben. Aber vielleicht gibt es ja noch lila Coins irgendwie hier so oder so. Nämlich einen versteckten Mondedeck. Ich kann mich daran erinnern, dass es sowas gab, glitzern im Siedlungsschnee. Muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man das nicht übersieht, sinnlos. Auch dieser Weg führt uns jetzt nur noch zu der Kiste, die wir schon geöffnet haben. Oh, man sieht, mit wie viel Aufwand die normalerweise verbunden ist, also. Das ist schon schön, dass wir das hinbekommen haben. So. Es gibt jetzt keine Ahnung mehr. Also, es gibt die Möglichkeit natürlich immer noch hier bei den Gängen. Ich würde sagen, dafür nehmen wir uns jetzt einfach mal kurz den Bowser. Für diese letzten lila Coins suche ich jetzt nicht noch Ewigkeiten, das muss nicht sein. So, Bowser, was sagst du mir? Warum ist er sich versteckt? Hat wenig funktioniert, oder? Also ich sehe oberhalb nichts. Ah, okay. Also Bowser gibt doch irgendwie an, wenn es in einem Secret-Bereich weitergeht. Das finde ich schon mal gut. Er gibt es doch an, wenn es in einem Secret-Bereich weitergeht. Allerdings muss man sich jetzt hier noch genau umgucken. Oder hat er das jetzt gespeichert und man kann sich jetzt hier auch nochmal genau umgucken? Die haben wir schon gelootet. Am Anfang kann ich es mir nicht vorstellen, aber was haben wir hier übersehen? Eine geheime... Irgendwas Geheimes hier im Schnee? Ah, warte mal, da kommt ist wirklich noch was. Da kommen normalerweise keine Lila Coins raus, ja. Die haben wir, wie gesagt, mitgenommen schon. Der unendliche Wirbel, wenn ich mit Mario hier diese schnelle Drehung mache. So, haben wir hier irgendetwas übersehen? Oh ja, das ist aber ultra fies. Weil man geht davon aus, okay, das Secret umfasst den Mond, aber nein. Wenn man die richtige Kameraansicht hat, kann man hier runter. Okay, ich bin wenigstens bei übel dreisten Coins.
hängen geblieben. Dann bin ich zufrieden. Ich möchte jetzt eine Challenge Time versuchen. Jawohl. Das kann er, oder? Das kann er. Saubere Arbeit, Mario. Und das eher weniger. Shutterkompen-Siedlung. Okay, ja klar. So, jetzt haben wir alle wenigstens alle lila Coins schon mal. Und ich glaube auch in der Mondliste waren wir schon sehr erfolgreich, oder? Ja. Ja. Also ich glaube, das sind jetzt das ist das, was sie mir jetzt noch gespoilert hat hier. Pyretten über den Wolkenhöhen. Ich glaube, die Monde kann man auch alle einsammeln, oder? Aber wir waren schon sehr erfolgreich. Vor allem hier oben haben wir ganz fleißig alle Monde gesammelt. Schön. So. Eingang zu den Schlotterkompen hier. Es wird garantiert auch mal einen weiteren Mond, wenn man nochmal dieses zweite Rennen da unten macht. Aber jetzt ziehen wir uns erstmal hier um, passend. Mit den Lila Coins kaufen wir schon mal alles, damit wir die Welt schon mal abgehakt haben. Und zieht es direkt ein, damit Marius sich erstmal nicht mehr friert, obwohl wir jetzt mit der Welt schon fertig sind und er gleich in eine warme Welt kommt und dann ganz warm angezogen ist. Ja, Mario hat es schon schwer, aber wenigstens die letzten eisigen Minuten in der Welt, die kann er noch genießen. In molliger Wärme und dafür kaufe ich Mario nicht nur die Kleidung als Entschädigung, weil ich ihn so lange frieren lassen habe. Sondern ich, kaufe hypothetisch noch ein paar Souvenire mit. So. Schön. Und du hast jetzt nichts für mich, ne? Das brauchen wir nicht, das Königsherz. So, was hat er gesagt? Ja, Mario ist auch sehr gut an der Stange, muss man sagen. Also, Mario, überlegst du vielleicht? Ich kann dich leider nicht hereinlassen, solange du nicht für extrem kalte Witterungsverhältnisse gekleidet bist. Du siehst aus, als wäre dir schön warm. Da hat jemand mitgedacht. Sehr löblich. Komm herein. Ja, jetzt friert Mario dich. Das ist ein schönes Detail. Mario friert ab jetzt nicht mehr. Dieses Herumstehen ist echt langweilig. Wirst du dafür bezahlt, oder was? Ja, fürs Rumstehen bezahlt zu werden ist aber auch nicht schlecht, oder? Eine ist die Umgebung. So, schauen wir mal. Hier müsste es auch wieder zwei Monde geben. Ja, die sehen wir auch direkt schon. Und das ist schön in 2D. Oh, es ist immer noch eisig hier. Das darf man nicht vergessen. Und der Stachelzug hier sollte man auch nicht unterschätzen. So. Ah, das sind Mini-Monde, deswegen. Okay. Hätten ja die großen sein können, wer weiß. Aber wir kriegen garantiert auch einen zweiten irgendwie. Ich finde es halt so geil, wie die halt die Welten, die 3D-Welt mit der 2D-Welt verschmolzen haben. Es ist so geil gemacht. Das Beeindruckende daran ist halt einfach, dass es auch an die Umgebung angepasst ist. Weil hier rennen wir jetzt zum Beispiel eine Eissäule entlang. Es ist so geil an die Umgebung angepasst. Das ist wirklich wunderschön gemacht. Jetzt müssen wir natürlich gucken, weil wir die Lücke haben, die passende. Hier kommt nämlich nochmal der Stachelzug. Weil ich glaube, jetzt ist die Gelegenheit zuzuschlagen. Nein, da kommt noch der einzelne Stachel, den können wir natürlich auch nicht. Die müssen wir noch laufen lassen, aber ich glaube, mit dem einzelnen müsste dann eigentlich die letzte mögliche Lücke sein. Nein, da kommen die nächsten zwei wieder direkt. Wie ist das verlangt? Soll ich einen Gegentreffer kassieren? Nee, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein gerade. Ah, ich verstehe. Okay, ich weiß nicht, wer das macht. Und hier ist irgendwas. Ah ja, die unsichtbaren Blöcke, wer kennt sie nicht? Ich wünsche schon auf Mario Maker 2 gehabt, wäre, wenn ich dann Level baue, die ebenfalls mit random unsichtbaren Blöcken zu tun haben. Weil das natürlich hier, aber natürlich angeteasert, als ich werde das nicht so richtig dreist machen wie einige, die ganz random einfach irgendwo einen unsichtbaren Block platzieren. Ich bin dann wenigstens so lieb und sag mir, okay, komm. Ah, mit dem Panzer lässt sich das natürlich auch machen. Ich bin dumm. Klar.
Aber ich dachte jetzt zum Beispiel daran, das wäre wahrscheinlich auch möglich gewesen, an der anderen Seite einfach lang zu sliden und dann unten durchzukommen. Dann kann man mit den Stachis mitsliden. Das dachte ich daran eigentlich. Und dann, er kommt. Er kommt! Wir haben es rechtzeitig geschafft, ihm auszuweichen. Ja, ich hätte natürlich auch hier wie so anteasert, dass man halt irgendwo hoch kann und sowas. Oder mit Münzen und sowas. Aber unsichtbare Blöcke sind schon was Fieses. Mondstücke im frostigen Raum. Damit hätten wir das auch. Gut. Dann können wir passend weiter. So. Gut. Dann hätten wir die Schleuderkomben abgeschlossen vorerst. Ich will kurz in die Mondliste reinschauen. Ob es jetzt noch ein bisschen mehr gefüllt hat. Ja, die paar Lücken sind noch hier, aber ja, hier haben wir jetzt ein paar mehr. Hat er einer gerade so getanzt? Ja. Bist du wegen dem Rennen hier? Nein, aber ich habe das Rennen schon geschafft. Ich kann dir leider nichts abgeben. Also du verkaufst Eis, aber hast den Eisstand nur für dich gegeben. Okay. Interessant. Du gehst schon? Na dann tschüss. Ja. Ich gehe schon. Denn wir haben das Land für meines Erachtens nach gut abgeschlossen. Wir haben viele Monde gesammelt in diesen kleinen Ländern. Es ist immer alles ein bisschen übersichtlicher und einfacher. Und... Oh, jetzt bin ich aus, als wieder reingefallen. Das muss doch nicht sein, warum? So. Wir sind ja schon bald am Ende des Ganzen angekommen. Ich würde sagen, jetzt reisen wir nochmal zum Küstenland. Wir haben ziemlich viel geschafft. Also trotz dessen, dass ich halt vorhabe, Mario Odyssey so zu spielen, dass ich das mitnehme, was ich sehe, und dass ich mich auch ein bisschen umschaue, haben wir in der Welt sehr erfolgreich abgeschnitten. Und auch in New Dawn City waren wir auch sehr erfolgreich heute. Haben das Land auch abgeschlossen komplett. Alles Wichtige, was ich für den Anfang brauchte. Und ja, 10 Monde über der Gesamtzahl, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Und hier waren wir sehr erfolgreich sogar. Die Feinarbeit machen wir dann, ja, wenn wir das ganze Spiel durch haben. Ich behalte auf jeden Fall meine Methode bei. Und ja, das läuft auf jeden Fall auch sehr gut. So. 2 Länder heute geschafft. Und im nächsten Mario Odyssey Livestream, guck mal, wir haben eine schöne gerade Zahl, 180. Sind wir dann bereit, im nächsten Livestream ein komplett neues Land zu bereisen. So. Das wird natürlich logischerweise dann das Küstenland, das andere Land, was wir noch nicht hatten. So, jetzt kommen wir ins Küstenland. Bowser, jetzt können wir ins Küstenland reisen. Bowser, jetzt sind wir dir auf den Fersen. Ja, denkst du, ich sehe das Schiff nicht mehr, leider. Wir waren immer auf dem Fersen, er hat uns aber, ja, versucht, auf eine Wolke zu verkloppen. Und abschließend auch noch in Giftland befördert. Das war natürlich ein Gnadenstoß, wenn man das so möchte. So. Das hier überspringen wir. So. Zur Hochzeit wird er also auch eine Zuckergusstorte geben. Aber nicht wir. Was? Aber nicht, wenn wir die Bande vorher abservieren. So, wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp, Stampfattacke. Ja gut, das wissen wir ja wohl. Das sollte jeder können. So. Nächster Stopp, Küstenland. Dort gibt es ein prächtiges, sprudelndes Meer. Und 4 gigantische Fontänen, die man gesehen haben muss, steht hier. Auf das Land freue ich mich ja schon am meisten, aber da müssen wir uns dann noch gedulden, ja. Schaut euch das Land doch mal an, das ist wunderschön. Ein Riesenmeer. Tropisch, so tropisch ist es auch nicht, aber... wie nennt man das denn, wenn das Meer so schön ist? Nennt man das auch tropisch, wenn das Meer so schön ist, mit Korallen und all dem Ganzen? Auf jeden Fall sehr exotisch, so kann ich mir das mal formulieren. Und ein ungebetener Gast. Was ist denn das da oben auf dem schicken Glas? Keine Ahnung. Aber schaut euch das mal an. Da müssen wir Mario passend einkleiden. Im nächsten Run. Da habe ich ja extra die Badehose gekauft. Die können wir natürlich direkt mal anziehen. Mal kurz reingehen. Ach, wir müssen aufboxen. Okay. Hier wird es natürlich sehr still. Und der Tee ist noch frisch. Ja. Genau, perfekt. Damit sollte Mario auf jeden Fall bereit sein. Fürs Küstenland. Ach ja. Wie gefällt es dir, mit nackten Füßen über den Sand zu laufen? Mit den ganz weichen Sand. Ah, das fühlt sich so schön. Ich war ja schon im Urlaub und das ist... Ach, wunderbar. Oder mit deinem nackten Körper langsam in das warme, ja, angenehme Temperaturwasser einzutauchen. Was echt angenehm ist. Boah, ist das Fußabdrücker. Wohin ist der wohl verschwunden? Ah ja.
Hat so eine Säule, hat er versiegelt, genauso wie im Küstenland. Aber wie gesagt, bevor wir uns jetzt hier ja noch deutlich stärker umschauen, ich würde sagen, die 3 Stunden sind, was das angeht, größtenteils rum, meines Erachtens nach. Ich muss es mal überprüfen, aber es sollten auf jeden Fall rum sein. Wie gesagt, die Streams laufen jetzt in wenigstens in 1080p, 30 FPS werden aber erstmal bleiben, aber damit kann man auf jeden Fall leben, denke ich. Und sobald ich dann noch eine etwas breitere Bandbreite habe, kann man den nächsten, kann man dann auch die 60 FPS noch gerne hinzu, dichten. So, die Kumas, schöner Piraten, mit schönen Piraten-Stuff. Ja, einfach schön. So, wie gesagt, für all die Leute, die sich das später vielleicht noch angucken, vielen Dank, dass ihr alle dabei gewesen seid. Für mich war es anstrengend zum Teil, aber wir müssen die Spiele langsam vorauskriegen. Ich kann euch ja jetzt schon mal so viel verraten. Es sind ja weitere Projekte noch geplant. Da müssen jetzt halt die momentanen Projekte wie Mario Odyssey, Breath of the Wild, Smash Bros. Ultimate, die müssen alle mal ein bisschen durchkommen, damit wir dann, später auch die anderen Projekte anfangen kommen können. Zum Beispiel ist Mario Maker 2 ist geplant als Projekt. Luigi's Mansion 3 ist geplant als Projekt. Also da kommt noch einiges und ich hoffe, dass ihr da auch dabei seid bei diesen schönen Spielen. Und ja, ich freue mich, dass ihr alle dabei gewesen seid und vor allem auch alle, die sich das später vielleicht noch im Video angucken. Vielen Dank, dass ihr euch, ja, dass ihr den jetzigen Part geschaut habt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Projekt. Oder zum nächsten Projekt, zum nächsten Part. Wir sind ja noch lange nicht mit Mario Odyssey durch. Aber wir haben auf jeden Fall erfolgreich die 2 komplette Länder abgeschlossen. Ich bin froh mit der Leistung und wir werden im nächsten, ja, im nächsten Land auf jeden Fall noch erfolgreicher sein. Hoffe ich zumindest. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und wir sehen uns bis zum nächsten Livestream. Bis dahin und ciao, meine Freunde.